Gegeben ist das allgemeine Dreieck ABC mit CB ist gleich 8 cm, Winkel ACB ist gleich 100 Grad und Winkel BAC ist gleich 30 Grad. Berechne die Länge der Strecke AC. Wir haben also ein allgemeines Dreieck gegeben mit folgenden Größen: CB 8 cm, der Winkel ACB gleich 100 Grad und der Winkel BAC gleich 30 Grad. Außerdem ist die Länge der Strecke AC gesucht. Um erstmal herauszufinden, wo liegen eigentlich diese Strecken und diese Winkel, zeichnen wir eine Skizze und tragen die bekannten Größen farbig ein. Wir haben die Strecke CB mit 8 cm. Außerdem haben wir den Winkel ACB, also dieser hier, mit 100 Grad. Und wir haben den Winkel BAC, das ist der da, mit 30 Grad. Und gesucht ist die Länge der Strecke AC, also diese hier. Da wir im allgemeinen Dreieck sind, gibt es zwei Rechensätze, die uns dabei helfen können. Einmal den sogenannten Sinussatz oder der Cosinussatz. Jetzt muss man natürlich wissen, was für Voraussetzungen brauchen wir für den Kosinus oder den Sinussatz. Nun, für den Kosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Schauen wir uns mal an, was ist gegeben. Wir haben hier eine unbekannte Seite, eine gegebene Seite, aber über die dritte Seite wissen wir gar nichts. Das bedeutet automatisch, der Kosinussatz fällt schon mal raus. Für den Sinussatz ist die Voraussetzung, dass wir zwei Seiten und ihre gegenüberliegenden Winkel brauchen. Wir haben hier eine Seite gegeben und sehen, aha, der gegenüberliegende Winkel ist auch vorhanden. Was jetzt allerdings auffällt, zur gesuchten Seite AC fehlt uns noch der gegenüberliegende Winkel. Den brauchen wir also zuerst, um den Sinussatz ansetzen zu können. Das ist aber nicht weiter schwierig. Weil, wie wir wissen, in einem Dreieck ist die Innenwinkelsumme gleich 180 Grad. Also können wir diesen dritten Winkel ganz einfach ausrechnen. Das ist also der Winkel CBA, indem wir Folgendes rechnen: 180 Grad, also die Innenwinkelsumme, minus die beiden anderen Winkel. Und dadurch wissen wir, dieser Winkel hier muss 50 Grad sein. Also 180 Grad minus 100 Grad minus 30 Grad gleich 50 Grad. So, und damit haben wir jetzt den gegenüberliegenden Winkel zur Seite AC und können unseren Sinussatz aufbauen. Den Sinussatz finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 30. Wo es heißt, allgemein, A geteilt durch den Sinus Alpha, also die Strecke A geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels, ist gleich B durch den Sinus von Beta, ist gleich C durch den Sinus von Gamma. So, schauen wir uns unsere Skizze. Ich fange immer mit der unbekannten Seite an, um später leichter umformen zu können. Ich will also die Länge der Strecke AC wissen. Mit der fange ich dann an. Die Strecke AC geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Und der gegenüber liegt, ist 50 Grad groß. Ist gleich. So, jetzt noch die zweite bekannte Größe. Wenn ich hier im ersten Teil mit der Strecke anfange, muss ich auch im zweiten Teil mit der Strecke beginnen. Also die 8 cm. Geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels.
Und gegenüber liegt der 30 Grad Winkel, also geteilt durch Sinus 30 Grad. So, wir haben jetzt eine Gleichung mit einer Unbekannten darin. Diese können wir zum Beispiel über den Solver berechnen. Aber ich mache das jetzt hier mal über Umformung. Um diese Unbekannte allein auf der linken Seite haben, auf der linken Seite zu haben, muss ich diese Gleichung mit Sinus 50 multiplizieren und erhalte dann eine Gleichung. AC ist gleich 8 cm geteilt durch Sinus 30 mal Sinus von 50 Grad. So, und diesen Teil hier kann ich jetzt ganz normal in meinen Taschenrechner eingeben. Also 8 geteilt durch Sinus 30 mal Sinus von 50. Einmal auf Enter bzw. ist gleich und dann erhalten wir für die Länge der Strecke AC einen Wert von 12,26. Hier gerundet auf 2 Nachkommastellen. Ist also gleich 12,26 cm. Und an dieser Stelle sind wir fertig.